freue mich, dass du hier dabei bist bei dem Projekt. Erzähl uns doch mal kurz, was macht ihr hier genau? Ich freue mich auch, dass ich hier dabei bin. Wir sind hier in einem Alterspflegeheim, in einem Seniorenheim. Und nebenan sind gerade noch andere von uns. Wir wollen hier Senioren, Seniorinnen einfach was vorlesen. Die wollen ihre Zeit mit uns verbringen. Die haben Lust darauf, mal was zu hören. Die können selber teilweise nicht mehr lesen und freuen sich darüber, was vorgelesen zu bekommen. Okay, also was lest ihr denn deinen Senioren vor? Was möchten die gerne hören? Alles Mögliche. Ich habe hier eine kleine Bibliothek bei. Hier so, da habe ich mir alles ausgesucht, da habe ich einen Weso-Kurier von heute dabei. Aha. Ich habe eine Bibel mitgebracht und ein Gesangbuch, weil manchmal sind die Leute ja auch interessiert an alten Gesangbuchliedern. Aha. Oder ich habe seine Kurzgeschichten mit, also alles Mögliche. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Alex, grüß dich. Also, hallo. Wir sind hier im Seilgarten. Wer seid ihr überhaupt? Mit wem ist Surf the City also hierher gekommen? Mit der Jugendwohngruppe St. Johannes aus Walle von der Caritas. Aha. Okay, was sollen die Jugendlichen letztendlich mitnehmen? Also was können sie denn bei dem Klettern dann lernen oder was kriegen sie da vermittelt? Na, das sind zum einen, wie man bei dem Spiel jetzt bei dem ersten auch sehen kann, gruppendynamische Prozesse. Wir haben unterschiedlichste Kids in der Gruppe. Die einen sind mutiger und preschen ganz gerne vorweg und nehmen so das Zepter in die Hand. Wir haben andere, die vielleicht im Stillen ganz viel wissen und können, aber sich nicht so ganz trauen. Und speziell bei solchen Geschichten funktioniert das natürlich immer ganz gut. Und die müssen sich besprechen, die Stärkeren müssen sich ein bisschen zurücknehmen, die Schwächeren können vielleicht auch mal ein bisschen mutiger werden. Und was diese Klettereien in den Bäumen nachher angeht, ist es irgendwie ganz klar Grenzerfahrung, sich ausprobieren, sowas kann ich. Und ja. Hi Simon, ich bin der Papse. Wir kennen uns ja schon aus der Gemeinde, ja, ne? Sag mal, du bist heute beim Fußballturnier dabei? Ja. In welcher Mannschaft spielst du? Also Mixes Kicker. Mixes Kickers? Ja. Okay, wie alt bist du? Ich bin vor 2 Tagen 8 geworden. Und du, wie viele Spiele hast du denn heute noch? Spiele, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall noch 2. Noch 2 mindestens, ja? Ja. Okay, vielen Dank dir. Wie ist die Stimmung für dich hier? Also ich finde das super, erstmal Bombenwetter hier, toll vorbereitet und wirklich viele Menschen, die man nie gesehen hat, die hier mit dabei sind und vor allem die ganzen unterschiedlichen Kinder, die hier mitspielen. Ja. Hallo, wie heißen Sie? Ich heiße Annette. Ja? Ja. Und wie ist das hier für Sie? Super, finde ich total schön. Warum? Weil hier verschiedene Jugendliche zusammenspielen, die sich eigentlich überhaupt nicht kennen. Und kannst du kurz sagen, was macht ihr genau hier? Wir machen den Garten und hoffen, dass wir möglichst weit kommen, aber ich glaube, das werden wir heute gar nicht schaffen, weil, wie man hier so sehen kann, ist ganz viel Unkraut unterwegs im Garten und wir haben im Vorgarten angefangen, weil das auch für die Nachbarn ja schöner ist, wenn alles sauber ist. Okay, das heißt, es ist eine Einrichtung vom Martinsclub, ja, und eine Wohngruppe und da ist natürlich manchmal schwer, so das alles ums Haus sich drum zu kümmern. Ja, also Surf the City hat dir dann sozusagen auch noch ein paar Mitarbeiter, ja, verschafft. Genau, denn alleine einfach sagen, ich komme mal in der Freizeit und mache den Garten, das hätte ich, glaube ich, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht die Zeit mir nicht für genommen oder nicht für gefunden, aber so fand ich das ganz toll. Ja, vielen Dank für euer ehrenamtliches Engagement hier. Danke. Und bis bald. Ja, gerne, bis bald. Okay.